Hallo zusammen und herzlich willkommen, Johannes Sperling hier. War das eine Woche an den Finanzmärkten? So viele Daten, diese werden uns die nächsten Wochen ebenfalls beschäftigen. Aus diesem Grund wollen wir in dem heutigen Video die Ereignisse zusammenfassen und diese auch analysieren. Über 100 Termine für Konjunkturdaten, Notenbankentscheide aus Amerika, Europa und England sowie mehr als 300 Veröffentlichungen von Quartalszahlen der Unternehmen, darunter auch richtige Giganten wie Apple, Amazon, Alphabet oder Meta. Inflationsdaten aus Europa kamen ebenfalls rein, sowie US-Arbeitsmarktdaten. Diese Woche war also der absolute Wahnsinn. Verschaffen wir uns einen Überblick und starten wir mit dem deutschen Bruttoinlandsprodukt sowie einigen Daten aus dem europäischen Währungsunionsraum. Europäische Daten sind gut ausgefallen, Wirtschaftsstimmung hält sich insgesamt auf. Doch Überraschungen kamen aus Spanien mit etwas wieder anziehender Inflation und vor allem aus Deutschland. Und diese beiden Länder sind nun wirklich sehr wichtig für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum. Die deutsche Wirtschaft ist sogar auf Schrumpfkurs. Im vierten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt um 0,2% verglichen mit dem Vorquartal. Experten hatten hier aber lediglich mit einer Stagnation gerechnet. Und natürlich wollen die Märkte wissen, haben wir jetzt die Inflation bekämpft, ist der höchste Punkt der Inflation bereits hinter uns und bekommen wir eventuell eine Rezession, denn diese wäre definitiv noch nicht in den Aktienkursen eingepreist. Und da könnten die negativen Zahlen zu dem Bruttoinlandsprodukt natürlich Vorboten einer Rezession sein. Doch was ist eure Meinung? Befindet sich Deutschland bereits in einer Winterrezession? Ja oder nein? Schreibt es gerne in die Kommentare. In jedem Fall müssen wir die Schrumpfung um 0,2% im Hinterkopf für die Folgewochen behalten. Wie sieht es in der kompletten Eurozone aus? Auf vorläufiger Basis teilt europäische Statistikbehörde Eurostat diese Woche mit, dass die Inflationsrate von 9,2 im Dezember auf 8,5 im Januar gesunken ist. Zugleich aber, wie vorher erwähnt, ging die Inflation beispielsweise in Spanien nach oben. Doch insgesamt erstmal gute inflationäre Daten und so macht sich die Hoffnung der Anleger breit, dass eventuell die Zinsen der Notenbanken demnächst nicht mehr so stark angepasst werden müssen und das treibt natürlich auch die Aktienkurse diese Woche nach oben an. Jetzt kommen wir aber zu den Widersprüchlichkeiten. Viele gehen davon aus, dass die Wirtschaft von der Rezession verschont bleibt. Ob zu Recht oder nicht, werden wir uns noch ansehen. In jedem Fall sind die letzten wirtschaftlichen und inflationären Daten gut ausgefallen und deswegen gab es auch satte Gewinne an den Märkten. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, warum dann weiterhin derart restriktive Aussagen der Notenbanken? Es wird ja häufig genug betont, dass die Zinsen weiter deutlich angepasst werden müssen. Liegen hier bei der Beantwortung der Frage, ob die Inflation bekämpft ist, die Anleger falsch oder blöffen die Notenbanken? In jedem Fall gab es diese Woche einige Zinsentscheide von der Fed aus der USA, Bank of England oder auch der EZB, also der Europäischen Zentralbank. Und die Notenbanken haben die Zinsen tatsächlich angepasst, aber in dem Ausmaß wie erwartet. Die EZB nahm eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte vor und stellte zugleich eine weitere Anhebung um 0,5 Prozentpunkte beim Zinsentscheid im März in Aussicht. Anschließend sollte jedoch eine neue Bewertung der Zinsentwicklung erfolgen und das ist ein sehr spannender Punkt an der Stelle. Doch grundsätzlich bestand selbstverständlich die Notwendigkeit der Zinsanpassungen. Zwischen 2016 und 2019 gab es nur zwei Zinsentscheide mit Änderungen. Damals, und wir kennen es, Änderungen nach unten. Und jetzt, seit dem Juli letzten Jahres, sehen wir bereits die fünfte Zinsanpassung. Man hofft nur, dass diese Zinsanpassungen der Notenbanken nicht zu spät kommen und rechtzeitig die Inflation bremsen können, bevor die strenge Geldpolitik etwas in der Wirtschaft kaputt machen kann. Sieht es an den Märkten wirklich so gut aus? Viele gute News wurden in den letzten Wochen auf jeden Fall eingepreist. Die Inflation bzw. der Höhepunkt der Inflation sollte bereits hinter uns liegen. Und so rechnen viele damit, dass die Notenbanken in absehbarer Zeit damit beginnen könnten, die Zinsanpassungen zu verlangsamen bzw. gar komplett auszusetzen. Und dementsprechend euphorisch reagierte man an den Märkten. Doch werfen wir noch einen Blick auf ein paar weitere Faktoren. Zum einen darf man nicht vergessen, dass die Verlangsamung und leichte Senkung der Inflation auf diverse staatliche Einmischungen und Unterstützungen zurückzuführen ist. Doch viele Programme werden auslaufen und dann stellt sich die Frage, ob man vergleichbare Hilfspakete mit dem enormen finanziellen Aufwand stemmen kann und stemmen wird. Das könnte, selbst wenn die Energiepreise sich weiterhin stabilisieren, ein enormes Problem für die Inflation darstellen. Selbst wenn sie ein wenig zurückgeht, aber auf einem doch noch nach wie vor hohen Niveau verharrt, könnte das für die Notenbanken Folgendes bedeuten, dass sie weiter wirklich drastischere Zinsen anpassen müssen. Denn das Mandat der Notenbanken lautet ja, die Inflation Richtung 2% runterzubringen. Und davon sind wir nach wie vor noch ein sehr gutes Stück entfernt.
Man sollte auch die Quartalszahlen der Unternehmen im Auge behalten, denn diese liefern rechtzeitig einen Indiz dafür, ob wir Richtung Rezession zusteuern könnten. Und Rezession wäre momentan keinesfalls in den Aktienkursen eingepreist. Und die folgende Grafik zeigt, dass 65% aller Unternehmen aus den USA mit ihren Quartalsberichten zurzeit die Erwartungen erfüllen oder halten können bzw. übertreffen können. In den letzten Quartalen haben wir aber auch nicht allzu berauschende Zahlen gesehen. Die Erwartungen wurden ja bei vielen Unternehmen nach unten angepasst. Und klar, wir haben hier eine Quartalsberichtssaison, die noch einige Wochen läuft. Doch wenn wir hier von der Wirtschaft wirklich ein Zeichen der Stärke sehen wollen, dann sollen wir bei der Beats Rate eine Zahl von 70, 75 und sogar mehr sehen können. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall. So waren beispielsweise die Ergebnisse der drei Tech-Giganten diese Woche insgesamt eher enttäuschend. Amazon, Alphabet und Apple legten ihre Zahlen vor und auch wenn nicht ganz katastrophal, so wurden dennoch die Prognosen in einem oder anderen Bereich verfehlt. Als Beispiel Apple, der iPhone-Hersteller hat einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht und die Erwartungen der Analysten somit verfehlt. Beim Gewinn wurden die Erwartungen sogar zum ersten Mal seit rund 7 Jahren nicht mehr erreicht. Good News sind also in den Kursen bereits drin, doch jetzt beginnt saisonal gesehen eine etwas schwächere Phase, denn Februar gehört statistisch gesehen zu den schwachen Monaten und passend dazu haben wir zugleich einen recht gierigen Zustand an den Aktienmärkten erreicht. Das zeigt uns dieser Fear and Greed Barometer, bedeutet Angst und Gier Barometer. Wir sind bei 72, teilweise bei 75 Punkten diese Woche gewesen, das heißt der Bereich der Gier und fast der Bereich der ganz extremen Gier. Man ist also heiß gelaufen und braucht eine Abkühlung, sprich eine Korrektur, doch der Grund für diese Korrektur könnte aus einer Richtung kommen, die sehr, sehr viele überhaupt nicht auf dem Radar haben und heißt US-Arbeitsmarkt. Man muss hierzu eine logische Reaktionskette aufstellen. Jerome Powell und die Fed haben das oft genug betont. Wir wollen einen abkühlenden Arbeitsmarkt sehen und das bedeutet zwangsläufig höhere Arbeitslosenzahlen. Damit sollte bis zu einem gewissen Grad der Konsum eingeschränkt, die Wirtschaft abgewürgt werden und das wiederum sollte dann für sinkende Inflation sorgen und das ist ja das Ziel der Notenbank. Doch was sieht die Fed stattdessen? US-Arbeitsmarktdaten weiterhin robust, zum Verzweifeln ist es. Die Arbeitslosenquote sank sogar überraschend von 3,5 auf 3,4%. Man möchte hier aber eben das Gegenteil erreichen. Die Arbeitslosenquote von 5% circa ist gewünscht. Die Märkte gingen nach dieser Nachricht am Freitag dann nach unten. So komisch es klingt, Good News sind in diesem Fall Bad News, denn die Fed, wenn sie keine Abkühlung der Arbeitsmarktdaten sieht, muss dann weiterhin die Zinsen anpassen. Und das wäre wiederum ein Szenario, dass man tatsächlich noch länger die Zinsen erhöhen müsste, als es vom Markt bis jetzt angenommen wird. Und das würde für fallende Kurse sorgen. Ob die dann laufende Korrekturbewegung nur eine Korrektur ist oder eine neue Verkaufswelle nach sich zieht, das müssen wir in den folgenden Wochen genau beobachten. In diesem Video wollte ich jedoch eine transparente, logisch aufgebaute und einfach erklärte Zusammenfassung der vielen Ereignisse diese Woche darstellen und auch klar machen, wie komplex eigentlich die Lage an den Märkten derzeit ist. Umso wichtiger ist dann die entsprechende Verarbeitung vieler Marktdaten, die reinkommen, die fundierte Recherche und die Analyse dahinter. Und das ist unter anderem genau das, was wir hier auf diesem Kanal machen. Ich hoffe, euch gefällt das Video und freue mich über das Abonnieren, Liken und Kommentieren. Für heute war es das erstmal. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Johannes Sperling.